Hallo! Ich kann es nicht anders sagen, es ist zum Mäusemelken. Alles wird teurer. Die Preise steigen exorbitant in die Höhe. Spritpreise, Lebensmittelkosten, Heizkosten. Natürlich beschäftigt das jeden und natürlich gibt es ein großes Schimpfen. Wo soll das überhaupt enden? Wer soll das alles bezahlen? Wie soll das gehen? Und je mehr geschimpft wird, je mehr gemotzt wird, desto häufiger denke ich an einen Dokumentarfilm, was ich vor einiger Zeit gesehen hatte, über die Slums in Indien, wo Menschen ums nackte Überleben kämpfen. Ich vergesse eine Szene ganz besonders nicht, wo morgens von 6 Uhr bis morgens 9 Uhr, also 3 Stunden, Erwachsene als auch Kinder an einem Schlauch warten und nur zu diesen 3 Stunden pures, klares Trinkwasser aus diesen Rohren fließen und diese Menschen, jung und alt, mit allem, was sie tragen können, Kanistern, Eimern, Flaschen, anstehen, um Trinkwasser zu bekommen, um zu überleben, um den nächsten Tag zu überleben. Und wenn ich an uns denke, wenn wir ins Bad gehen, wir drehen einfach die Wasserhähne auf, stellen die Temperatur auf angenehm, wie es uns gefällt. Aus dem Wasserhahn kommt klarstes, bestes Trinkwasser, 24 Stunden am Tag. Wir stellen uns darunter und duschen täglich, wenn wir möchten. Klarstes Trinkwasser prasselt auf unseren Körper. Und wenn ich das vergleiche, dann überkommt mich auch eine Scham. Wenn ich an das Schimpfen und das Jammern denke, von den Preisen, die gerade exorbitant in die Höhe schießen, aber das ist schon ein anderes Niveau, das wir haben. Und bitte verstehen Sie mich nicht falsch, es ist schwierig für viele Menschen. Wie sollen sie diese Kosten wuppen? Aber am Ende, wenn wir uns vergleichen mit gerade diesen Menschen, die ums nackte Überleben kämpfen, müssen wir eingestehen, es geht uns verdammt gut. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben Wärme. Wir haben Trinkwasser. Wir wissen, dass wir heute Nacht nicht hungrig ins Bett gehen müssen. Und wenn ich an den Ukraine-Krieg denke, dann ist es auch ein Geschenk, dass unsere Väter, unsere Brüder, unsere Ehemänner, unsere Partner nicht in den Krieg ziehen, um unser Land zu verteidigen, sondern die Familie zusammen ist, wir gesund sind. Und dann überkommt mich eine Demut. Und ich fühle größte Dankbarkeit, dass wir in einem Land leben, wo es allen Menschen so gut geht, dass jeder von uns Trinkwasser hat, ein Dach über dem Kopf bekommt, wenn er das möchte, dass er was zu essen, jeder von uns kann essen, niemand muss verhungern und wir haben Frieden. Wir haben so weit Frieden, dass wir Freiheit und Frieden haben. Wir können auf die Straße gehen, wir können unsere Meinung sagen, wir können unsere Meinung schreiben, wir können sie aussprechen, wir können auf Demos gehen und wir müssen keine Angst haben, nachdem wir unsere Meinung geäußert haben, dafür verhaftet werden zu müssen. Und wenn ich all das sehe, dann bin ich Gott froh, dass ich in einem westlichen Land lebe, wo wir all das für selbstverständlich zwar sehen und gleichzeitig wissen, dass es das nicht ist. Nichts von dem ist selbstverständlich und es ist an der Zeit, bei all dem Gejammer und Gemotze
ein bisschen weniger zu jammern und viel weniger zu motzen und stattdessen unsere Gefühle dahin zu lenken, dass wir Demut verspüren und Dankbarkeit aussprechen. Dankbarkeit für das, was wir haben. Bleiben Sie immer wertschätzend, herzlichst, Ihre Bethül Harnisch.